Ja, das Alter. Das Alter. Jetzt schieben sie es wieder aufs Alter. Ja. Ja, okay, dann bist du halt doof. Das sagt der alt geworden ist. Das für ein Loch da. Happy birthday to you. Happy birthday. Für alle, die es nicht wussten, Nils hat genau heute Geburtstag und ist trotzdem hier für euch am Aufnehmen. Also, ne? Echt? Ja, er nimmt ja überhaupt nicht auf. Stimmt, er nimmt gar nicht auf. Ja. Ach, ich bin da rausgekommen. Ah, unser Held. Wird alt. Also im Übrigen ist es trotzdem vertraglich geregelt, ja? Nächste Woche bin ich im Arsch. Entsprechend. Da kommt man du nicht bist raus. Bist im Arsch? In wessen? Wenn ich Bescheid weiß. Wo ich lass ich mir noch schenken. Warte, ich überlege noch. Ich äußere meine Wünsche. Aua. Ich kann nicht mehr lachen. Es tut weh. Das ist doch dein Problem. Atmen. Ich hoffe, es hat jetzt nichts mit dem Arsch zu tun. Ich beantrage meine Stimme. Aua. Du willst eine Stimme? Nee. Wir brauchen wieder einen Jugendschutzbeauftragten. Weißt du, Betriebsrat in allen Ehren, ne? Aber eine Stimme. Alter. Nee. Kann nicht mehr hier mit euch. Wir können nicht mit dir. Ihr macht mich fertig. Das ist doch nicht unser Problem. Du wolltest es uns. Ich hör nicht mehr auf zu lachen jetzt. Das hättest du beantragen müssen, Rather. Ich muss gar nichts beantragen. Ich bin hier in der. Du bist nicht stärker als der Betriebsrat. Ich bin der Vorsitzende des Betriebsrats. Ist mir doch scheißegal, aber du bist nicht stärker als der Betriebsrat. Schön. Wie gesagt. Ich bin durchgefallen. Stellen Sie Ihren Antrag jetzt. Meine Stimme tut weh in meinem Ohr. Das geht vorbei, Boris. Der Tinnitus geht weg, oder? Irgendwann. Vielleicht auch okay. Nicht. Nur nein. Wenn du brav hoffst, ja. Dann. In ganz, ganz ferner Zukunft. In einer fernen Zukunft. Und nur gegen Verpflichtung. So. Herrlich, meine Freunde, herrlich. Ach, das erlösende Stöhnen hier. Super. Ich bin dafür. So, jetzt aber Pisten. Jetzt geht's wieder. Welche? Was möchtest du denn jetzt schon? Wenn ich das so habe. Hiervon ein. Dann ist die aus. Oh mein Gott, ich hab die Pisten gecraftet. Okay. Respekt. Wenn ich jetzt hier eine anhabe. Oh Mann. Und was brauch ich denn? Und da oben ist die aus, dann? Nein! Oh, leck mich. Kann aber nur viel funktioniert. Oh, das tut sich alles nichts. Das ist ich gut da so. Etwa ein so machen wir das. Wirklich böses Wort gehört? Nein. Genau, Steuerberater. Steuerberater, genau. Hier gibt's wirklich böse Wörter, geil. Steuerberater, yeah, gut. Das Geile ist ja, dass Ruzzle bei mir so ein bisschen als, man könnte meinen, auch schizophren auftaucht in meinen Aufnahmen. Man hört ihn die ganze Zeit mit sich selbst reden, aber man sieht kein bisschen von dem, was er macht. Das ist sehr interessant. Ach so, ja, das ist, Der schizophrene Ruzzle. So bin ich halt, ne? Was soll ich jetzt sagen, ne? Das ist halt so. Wir sind nicht allein. So kennen und lieben wir dich. Mann, ich will endlich mal, Hauptsache, dass man Kühen auch das Leder abziehen kann. Ja, zumindest Lena. Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich das. Ja, das ist wohl, hoffe ich auch. Oder ist er auch bezahlt worden wie wir? Ja, Ruther hat die auch bezahlt. Und seine Kinder bezahlt er auch. Gar nicht anders. Na, das ist aber, Wer mag den schon? Also, entschuldige bitte. Ja. Das mach ich später auch, wenn ich dann auch der Familie bin. Nein. Dann krieg ich meinen Kindern jeweils 10 Euro in die Hand. Sag mal, ihr habt den Papa lieb. Ja, mach das mal. Ja klar, genau so läuft's. Alter, du bist so schlecht. So schlecht! Dann hast du so schlecht erzogen, wenn die das für 10 Euro machen. 5 reichen vollkommen aus. Oder ein versprochener Lolli oder ein Ausflug oder irgendwas. Nee, ich wäre echt nicht gut, ich wäre echt nicht gut zu sprechen, wenn die das für einen Fünfer machen würden. Also die müssen den Omas schon beibringen, mindestens einen Fuffi rauszuhauen dafür. Ja, wie soll ich denn bitte sonst meine Kinder ernähren? Die müssen schon selber für ihre Dings sorgen. Ja, richtig. Ja, ja. Für sich. Das ist schon wahr. So, jetzt geh mal zur Oma und leier der mal 186 Euro raus. Ja, Mama hat das Kindergeld schon versoffen.
Aber du würdest sie dann wenigstens auch sozialversicherungspflichtig pflichtig anstellen, oder? Die Kinder? Nee, die kosten meinen Betrieb nur zu viel. Ach, kannst du absetzen von der Oma-Steuer. Die berühmte Oma-Steuer, jetzt auch in ihrem Supermarkt. Gib die Kinder direkt. Und jetzt, weil ich das gerade gesagt habe, hat das bestimmt die NSA aufgezeichnet? In den nee, USA. Die NSA zeichnet jetzt, gar nichts mehr auf. Wenn ich jetzt das nächste Mal einreise, ja, dann werden die sagen, wir haben die Minecraft-WG gesehen und sie wollen den Kindern ungebührliche Dinge beibringen. Deshalb dürfen sie nicht einreisen. Ja. Warte, ich möchte jetzt ganz offiziell sagen, ich werde in die USA fahren und Marilyn Monroe aus ihrem Grab schaufeln. Du auch? Mal gucken, wer schneller ist. Einreise, Schwierigkeiten kriege. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aber Marilyn Monroe ist doch voll uncool. Du, die ist doch gar nicht tot, hä? Was? Gestern noch gesehen. Im Fernsehen. Die ist noch auf dem zweiten. Und mit meinem dritten habe ich es besser auf gesehen. Zweiten, ey. Auf dem zweiten? Was labert ihr? Geht's euch mal, da kommt nicht mehr mit. Hallo? Irgendeiner muss ein Geld hier verdienen. Welches Geld? Na, die, das sich einspart durch diese Beitrags. Wir machen das alles Beitrags, umsonst. Du machst es umsonst? Ich bin hier nur gelandet. Das Geld. Nein, lass es nicht mir hören, dass du es umsonst machst. Ja, das hat du ja alles angeleiert, das weißt du schon noch, ne? Du kannst dich doch dran erinnern. Du bist jetzt schuld. Ja, ich bin jetzt schuld. Alter, die Schafe, wie die mir hinterherrennen. Die sind scharf auf dich. Oh, du hast Weizen, gib uns den Stoff. War der schlecht. Oh Mann, war der schlecht. Nee, der war nicht schlecht. Der war total, der war schlecht. Der war authentisch. Genau, schlecht. Der war schlecht. Nee, der war authentisch. Oh, du bist auch authentisch. Ich brauch Holz. Ach nee, du warst schlecht, ne? Stimmt. Ja, ich bin schlecht. Brauch Holz. Ich brauch Holz und was zu essen. Ich bin in einer Höhle. Ich glaube, ich kann noch nicht pennen. Moment. Was machst du in der Höhle? Du sollst ein Haus bauen, Mensch. Was? Ja, ich muss dir Eisen besorgen, weil ihr ja nichts habt. Was? Jetzt, was du sagst, hätte ich einen von den drei Stacks gegeben. You're my piece, denn. Der Server leckt gerade. Es ist doch genug Eisen da. Ich hab nichts gefunden. Oder ich hab nicht in die richtigen Kisten geguckt. Guck mal allein schon oben im Ofen. Soweit ich weiß, sind die doch alle noch im... Ich guck doch nicht in den Ofen rein. Doch. Im Küchenraum. Da steht dahinter eine Hexe und sie schubst ihn rein. Das will er mal meinen. Basti? Ja? Erzähl doch mal, was du hauptsächlich auf deinem Kanal machst oder was du sonst noch so macht. Ihr habt ja gesagt, ihr macht dieses Creative-Mode-Sache, aber was macht ihr sonst noch? Ja, wir haben ein Format, das nennt sich Making-of, wo wir, wie gesagt, auf dem Server was basteln. Also irgendwelche Bauprojekte haben. Okay. Dann machen wir zwischendrin eigentlich, wenn wir mal so Lust haben, da haben wir so eine Sache, wo wir dann uns auf einer ganz anderen Map irgendein Ziel setzen. Meistens, wenn jetzt irgendwie eine neue Minecraft-Version raus ist, dann kommen ja auch neue Blöcke, neue Sachen rein. Und dann sagen wir halt, komm, wir gehen jetzt in, oder wir suchen uns jetzt, was war da zum Beispiel, neue Emeralds. Also zu der Zeit haben wir dann versucht, die ersten Emeralds zu suchen auf einer Karte, die wir schon lange bespielt haben. Das nehmen wir dann halt einfach auf und schneiden dann halt diese die ganzen Sachen zusammen, wo halt witzige Momente waren. Das ist dann halt, das nennen wir halt Hell in der Wildnis, weil wir da eigentlich nur durch die Prärie laufen. Und ich muss ins Bett, Moment. Das muss man sich eigentlich ansehen, weil das ist schwer zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. Mensch! Brauch einen... Was lacht ihr denn jetzt? Ich bin doch nicht blöd! Ich glaube, liebe Abonnenten, wir haben keine Drogen genommen. Wir sind so. Wir sollten keine Drogen... Oh. Scheiße. Was machst du denn mit der Piste? Willst du dein eigenes Bett abbauen? Wer ist noch nicht im Bett? Razor. Ja, ist klar. Gute Nacht. Razor. Toll. Mein Bett ist weg. Das hast du gerade aufgehoben, du Hamster. Nee, ich hab's hier. Ich hab's da. Hamster, sagt er zu mir. Hast du dein Bett jetzt oder was? Nein, ich hab kein Bett. Ja, Hamster. Doch, du hast es jetzt. Du hast gerade aufgehoben. Also ich schlaf schon, Razor. Wenn du noch wach bist, kann ich nichts für. Ich hab's schon wieder. Ist so geil, wie ich hoch und runter springe. Ist geil. Gute Nacht. F5? Gute Nacht. Gute Nacht. Wer liegt denn nicht im Bett? Gute Nacht, John Boy. Ich glaub, der Pirat, der backt im Bett, oder?
Backe, backe, der Pirat hat noch gar nicht geschlafen. Pira. Oh, sag mal. Schöne Nacht auch. Ey, Mensch. Baut der mein Bett ab hier? Der Penner. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gute Nacht. So. Eine Folge später. So. Die Nacht würde gar nicht so lang gehen, weil er hat immer wieder auf. Es ist ja immer noch Nacht. Es ist immer noch Nacht, was ist los jetzt? Jetzt bin ich schon wieder rausgerannt und dachte so, yeah, jetzt weiter Nacht. Aber uns beeilen, ich liege hier draußen in den Freien. Oh Mann. So. Ich kommt ein Creeper und legt mich hier im Bett um. Endlich, Pirat, es wurde auch Zeit, ey, Mensch. Ja, richtig. Genau. Ich nehme mein Bett mit zum Boot. Gute Nacht. Irgendwann lege ich wieder ab. Tag. Das Boot nehme ich ab. Ich bin Pirat, ich kann schlafen, wann ich will. Außerdem, Prost. Ich bin Pirat, ich bin schon groß. Hi. Ja. Nee, nee. Uah, Creeper. Ey, wird herrlich. Alter, hier ist ein Creeper vom Schiff gesprungen. Pirat. Bam. Fuck, der hat mich jetzt runtergeschubst, die Sau. Ich dachte, die können nichts aus dem Wasser tun. Mein Gott. Blöder. Falsch gedacht. Hm. Was war wrong. So, wie sieht das aus? Scheiße. Gut. Passt ja denn. Geil! Mist. Ihr könnt auch reden. Also ihr müsst nicht. Ja, fahren. Ja, das können wir. Ich bin am Fackel sausen. Ich kann nicht reden, keine Zeit. Gut beobachtet. Oh Mann. Ach Mann, was mache ich denn jetzt hier? Ich brenne gerade mal ein bisschen Eisen, damit wir umkommen. Ach so, ich habe gerade verstanden, ich brenne mal ein bisschen. Lalala. 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 Mir geht das Wetter heute. Es war einst ein Diamant. War einmal ein Diamant, Dangerous der reißend großen Absatz fand. Ja. Badum. In der Lava. Hey, ich wollte auch mal ein Gedicht. Basti, du hast gesagt, ihr seid zu zweit auf dem Kanal, ne? Oh. Wie bitte? Ihr seid doch zu zweit auf dem Kanal. Ja. Seid ihr so ein bisschen spezialisiert oder macht ihr beide genau das Gleiche? Beide das Gleiche, weil wir zu 99% auch immer dasselbe aufnehmen. Sorry. War gemein. War? Echt? Was hast du gesagt? Da war doch nicht gemein. Hä? Was? Nee, war nicht gemein. Mut zur Ehrlichkeit. Also wirklich. Ich muss hier alles nachschlagen, ey. Das ist unglaublich. Repeater. Repeater heißt das Ding. Repeater. Ja, fast. Du warst nah dran. Bei uns wäre jetzt eine Beleidigung gekommen. Ernsthaft. Ja. Wieso sie so süß? Wieso? Ah, jetzt habe ich. Ich weiß, warum die an sind. Okay. So, was braucht man? So. Da muss es hin. Oh Mann. Crap! Ich glaube, ich erweitere mal das Hauptsegel. Zack. Ich glaube, ich bin irgendwie fertig. Kein Platz hier mehr, ne? Denn. Was machst du denn gerade, Rosa? Immer noch viel so. Wind, oder? Ja, immer noch, ja. Ich muss mir eine neue Idee austüfteln. Aber du bist jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten Folge gleich, oder? Gleich. Keine Ahnung, ja. Das heißt, du müsstest jetzt langsam abbrechen und wieder irgendwas anderes machen. Warum das denn? Na, weil du es sonst auch immer machst. Ach so, ja, ich mach jetzt was anderes. Ich will das jetzt gebacken kriegen hier. Minecraft-WG. Erschaffe ein Problem. Hast du eine Frage, Mief? Nein. Wie viel Platz brauchen und? Welches und? Drei. Das U braucht ganz viel Platz. Ein Gast. Das war der Kopf. Woher weißt du das? Und der burnt. So. Burnout? Wahrscheinlich. Hallo Bernd. Ja, das ist geil. Wie ich das gemacht habe, es geht so nicht. Tja, pünktlich zum Start der vierten Folge. Das geht so nicht.
Ich kann so nicht weitermachen. Ich will nicht mehr.